meine Damen und Herren, hier im Raum, die Zuschauer und Gäste und die Damen und Herren an den Streaming-Bildschirmen. Ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen zur dritten Sitzung des Bundeswahlausschusses für die Europawahl 2019. Bevor ich die Sitzung eröffne, darf ich mich an allen Wahlhelfern, Beteiligten in den Bereichen der Landes- und der Kreiswahlleitungen. Dort haben über 600.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern freiwillig gearbeitet. Und ohne diese Freiwilligkeit und ohne diese stabile Organisation, die über viele Jahre schon geschaffen wird und immer wieder bereitgestellt wird zu Wahlen, wäre das alles nicht möglich. Deshalb möchte ich mich hier ganz herzlich bedanken. Und zu diesen Freiwilligen zählen auch Sie hier. Auch herzlichen Dank dafür, dass Sie hier in diesen drei Sitzungen die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen haben. Ich eröffne hiermit die dritte Sitzung des Bundeswahlausschusses zur Feststellung der endgültigen Ergebnisse der 9. Wahl der Abgeordneten aus der Bundesrepublik Deutschland für das Europäische Parlament am 26. Mai 2019 gemäß § 18 Absatz 4 Europawahlgesetz und 71 Europawahlordnung. Ich begrüße die Mitglieder des Bundesausschusses und die weiteren Anwesenden. Ich stelle fest, dass mit Schreiben vom 29. Mai 2019 die Beisitzerinnen und Beisitzer des Bundeswahlausschusses ordnungsgemäß geladen worden sind. Ort, Zeit und Gegenstand dieser Sitzung wurden gemäß § 5 Absatz 3 Europawahlordnung durch Aushang am Eingang des Sitzungssaales öffentlich bekannt gemacht. Außerdem habe ich durch Pressemitteilung vom 14. Juni 2019 auf diese Sitzung hingewiesen. Ich komme zu einigen allgemeinen Hinweisen am Anfang. Die Verhandlung, Beratung und Entscheidung des Bundeswahlausschusses muss in öffentlicher Sitzung erfolgen. Der Bundeswahlausschuss ist nach § 5 Absatz 1 Europawahlordnung ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Beisitzerinnen und Beisitzer beschlussfähig. Bei den Abstimmungen entscheidet die Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. Über die Sitzung wird nach § 5 Absatz 7 Europawahlordnung eine Niederschrift angefertigt, die vom Vorsitzenden, den Beisitzerinnen und Beisitzern sowie der Schriftführerin zu unterzeichnen ist. Die Beisitzerinnen und Beisitzer sowie die Schriftführerin sind gemäß § 4 Europawahlgesetz in Verbindung mit § 10 Absatz 2 Bundeswahlgesetz zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes und zur Verschwiegenheit verpflichtet. Feststellung der Erschienen. Von den Beisitzern und Beisitzern des Bundeswahlausschusses sind erschienen, ich benenne die Kollegen und Kolleginnen in alphabetischer Reihenfolge, von der CSU Herr Bauer, von der CDU Herr Professor Dr. Brenner, gut für den Hals jetzt immer, von den Grünen Herr Geil, von der CDU Frau Kansi, vom Bundesverwaltungsgericht, Frau Richterin am Bundesverwaltungsgericht Dr. Kuhlmann, von den Linken Frau Pohnke, von der AfD Herr Pasderski, von der SPD Herr Risse, von der SPD Frau Dr. Sonntag-Wolgast, vom Bundesverwaltungsgericht Herr Vorsitzender Richter am Bundesverwaltungsgericht Vormeier. Ich möchte Ihnen jetzt das Team vorstellen, das uns heute bei der Sitzung des Bundeswahlausschusses unterstützt. Das ist zunächst Frau Dr. Bechtold, stellvertretende Bundeswahlleiterin, und Frau Schorn, Leiterin des Büros des Bundeswahlleiters. Frau Kolbe und Frau Öhl, Mitarbeiterinnen im Büro des Wahlleiters, und Herr Henning, hat den Saal jetzt verlassen, aber ich glaube, die gesamte Organisation hier, die läuft immer nur mit Herrn Henning, den möchte ich hier ausdrücklich auch erwähnen. Wir kommen nun zur Bestellung der Schriftführerin. Nach § 5 Absatz 4 Europawahlordnung ist für die Sitzung des Bundeswahlausschusses eine Schriftführerin oder ein Schriftführer zu bestellen. Ich schlage vor, Frau Regierungsdirektorin Schorn zur Schriftführerin zu ernennen. Gibt es dazu Widersprüche? Ich sehe keinen Widerspruch. Damit ist Frau Schorn zur Schriftführerin bestellt. Nun komme ich als Nächstes zum Bericht des Bundeswahlleiters.
Aufgabe des Bundeswahlausschusses in dieser Sitzung ist es, das endgültige Ergebnis der Europawahl für das Wahlgebiet zu ermitteln. Im Einzelnen sind nach § 18 Absatz 4 Europawahlgesetz und 71 Absatz 2 Europawahlordnung festzustellen. Erstens die Zahl der Wahlberechtigten. Zweitens die Zahl der Wähler. Drittens die Zahl der gültigen und ungültigen Stimmen. Viertens die Zahlen der auf die Wahlvorschläge der einzelnen Wahlvorschlagsberechtigten entfallenen gültigen Stimmen. Fünftens die Zahl der Sitze, die auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen. Sechstens die gewählten Bewerber. Die Kreis- und Stadtwahlausschüsse waren berechtigt, vor Feststellung des endgültigen Ergebnisses im Kreis oder in der kreisfreien Stadt noch sachliche und rechnerische Korrekturen vorzunehmen. Die Landeswahlausschüsse und der Bundeswahlausschuss dürfen rechnerische Korrekturen an den von den Vorstufen ermittelten Wahlergebnissen vornehmen. Aufgabe des Bundeswahlausschusses ist es, die Ergebnisse für das gesamte Wahlgebiet zusammenzustellen, die Sitzverteilung auf die zu berechtigten Wahlvorschläge vorzunehmen und endgültig festzustellen, welche Bewerber gewählt worden sind. Ich habe gemäß den Vorschriften der Europawahlordnung die Wahlniederschriften der Kreis-, Stadt- und Landeswahlausschüsse geprüft und die notwendigen Ergebniszusammenstellungen und Berechnungen vorgenommen. Bei der Sitzverteilung wurde nach § 2 Absatz 3 Europawahlgesetz das Verfahren nach Saint-Luc-Schepers angewandt. Alle notwendigen Unterlagen wie Wahlniederschriften und Ergebnisüberschriften liegen entweder zur Einsichtnahme vor oder sind an die Beisitzerinnen und Beisitzer verteilt worden. Im Vergleich zu den vorläufigen in der Wahlnacht ermittelten Ergebnissen haben sich im Wesentlichen folgende Änderungen ergeben. Die Zahl der gültigen nach dem endgültigen Ergebnis liegt um 7.658 höher. 2014 waren es noch 14.392 Stimmen als nach dem vorläufigen Wahlergebnis. Bei den Zahlen der auf die einzelnen Parteien bzw. politischen Vereinigungen entfallenen gültigen Stimmen sind folgende Veränderungen festzustellen. CDU plus 1.882 Stimmen. Im Jahre 2014 waren das plus 5.153 Stimmen. SPD plus 1.929 Stimmen. Im Jahre 2014 waren das ein Plus von 3.673 Stimmen. Grüne plus 1.487 Stimmen. Im Jahre 2014 waren es 1.073. Die Linke plus 39, im Jahre 2014 814. Die AfD plus 1.000, 2014 waren das 4.852. Die CSU plus 250, im Jahre 2014 plus 190. Die FDP 241, im Jahre 2014 plus 588. Freie Wähler plus 113, im Jahre 2014 plus 276. Die Piraten minus 61, im Jahr 2014 plus 534. Die Tierschutzpartei plus 242, im Jahre 2014 plus 295. Die NPD minus 312, im Jahre 2014 plus 324. Familie plus 73, im Jahre 2014 minus 68. ÖDP minus 137, 2014 plus 125. Die Partei plus 693, im Jahre 2014 plus 184. Volksabstimmung minus 141, 2014 plus 105. BP minus 1, im Jahre 2014 minus 104. DKP minus 23, im Jahre 2014 97. MLPD plus 2, im Jahre 2014 minus 281. SGP minus 10, im Jahre 2014 926. Tierschutz hier
plus 49. Ab jetzt gibt es keine Ergebnisse für die Parteien 2014, da diese 2014 nicht teilgenommen haben. Also Tierschutz plus 49, Tierschutzallianz minus 25, Bündnis C plus 69, BIG minus 7, BGE minus 16, die direkte Ausrufungszeichen minus 81, IM 25 hoch 1 plus 157, der dritte Weg minus 66, die grauen plus 13, die rechte minus 29, die violetten minus 30, Liebe plus 8, die Frauen plus 35. Graue Panther plus 83, LKR hoch 2 minus 4, menschliche Welt plus 23, NL minus 34, Öko Link X plus 2, die Humanisten minus 9, Partei für die Tiere plus 87, Gesundheitsforschung minus 137, Volt plus 274. Sonstige haben wir nicht zu verzeichnen. Die Veränderungen sind die Folge von Berichtigung der vorläufigen Ergebnisse in Bezug auf die gültigen Stimmen in den Ländern. Baden-Württemberg plus 3.908, Hamburg plus 3.251 und Schleswig-Holstein minus 2.279, sowie in geringerem Umfang in anderen Ländern. Kommen nun zu Vorkommnissen bei der Europawahl. Zunächst liegt uns ein Antrag der Partei Menschen, Umwelt und Naturschutz, Tierschutzpartei, vor. Das Schreiben ist Ihnen alle zugegangen. Mit Schreiben vom 19. Juli 2019, eingegangen in meinem Büro am 21. Juli 2019, hat sich die Partei Menschen, Umwelt und Naturschutz, Tierschutzpartei, an den Bundeswahlausschuss gewandt. Das Schreiben liegt Ihnen vor. Die Partei moniert, dass bei der Europawahl insgesamt 4 Parteien bzw. politische Vereinigungen angetreten sind, deren Namen sich nicht eindeutig unterscheidet. Es sind neben der bereits genannten Tierschutzpartei die Aktion Partei für Tierschutz, das Original Tierschutz hier, Ausrufungszeichen, Partei für die Tiere Deutschland, Partei für die Tiere, Allianz für Menschenrechte, Tiere und Naturschutz, Tierschutzallianz. Hier sei das Gebot des § 4 Absatz 1 Parteiengesetz, wonach sich der Name einer Partei deutlich von einer bereits bestehenden Partei unterscheiden muss, nicht eingehalten worden. Aufgrund der Namensähnlichkeit sei es zum einen bei der Stimmabgabe zu Verwechslung gekommen, zum anderen sei davon auszugehen, dass auch bei der Stimmauszählung Verwechslungen aufgetreten seien. In Mecklenburg-Vorpommern habe Tierschutz hier in 149 Wahlbezirken, die Tierschutzallianz in 87 Wahlbezirken und die Partei für die Tiere in 131 Wahlbezirken mehr Stimmen als die Tierschutzpartei. Nehmen man für diese Wahlbezirke an, dass das jeweils höhere Ergebnis falsch zugeordnet worden sei und korrekterweise der Tierschutzpartei hätte zugeordnet werden müssen, addiere dies sich auf 436 zusätzliche Stimmen für die Tierschutzpartei in Mecklenburg-Vorpommern, was in Relation zum vorläufigen Ergebnis 4,02% der gesamten Stimmen ausmache. Rechne man diese Relation auf das bundesweite vorläufige Ergebnis hoch, ergebe sich ein möglicher Stimmenzuwachs von 21.813 Stimmen für die Tierschutzpartei. Dies sei mandatsrelevant und würde für einen zweiten Sitz der Tierschutzpartei ausreichen. Die Partei fordert daher für 43 Wahlbezirke in Mecklenburg-Vorpommern eine Neuauszählung. In diesen Wahlbezirken haben eine der 3 anderen Tierrechtsparteien ein höheres Wahlergebnis als die Tierschutzpartei. Sofern hier eine fehlerhafte Zuordnung der Stimmen erfolgt sei, würde dies im Ergebnis dazu führen, dass der Tierschutzpartei ein weiterer Sitz zustehe. Aus meiner Sicht stellt sich die Rechtslage hier wie folgt dar. Nach § 4 Absatz 1 Satz 1 Parteiengesetz muss der Name einer Partei von dem Namen einer bereits bestehenden Partei sich deutlich unterscheiden. Das Gleiche gilt für die Kurzbezeichnung.
Die Regelung in § 4 Parteiengesetz dient in erster Linie der Modifikation des privatrechtlichen Namensschutzes. Zwar besteht auch ein öffentliches Interesse an der Unterscheidbarkeit von Parteinamen, aber seine Wahrnehmung bleibt der Initiative der privaten Beteiligten, insbesondere der anderen Parteien, überlassen. Sie können Unterlassens- und gegebenenfalls Schadensersatzklage wegen Verletzung des § 12 BGB in Verbindung mit 4 Parteiengesetz vor dem ordentlichen Gericht erheben. Die Tierschutzpartei hatte bereits vor der ersten Sitzung des Bundeswahlausschusses zur Europawahl 2019 beanstandet, dass der Name der Aktion Partei für Tierschutz, das Original Kurzbezeichnung Tierschutz hier Ausrufungszeichen, irreführend sei. Da sich die Tierschutzpartei bereits 1993 gegründet habe, könne es sich bei Tierschutz hier nicht um das Original handeln. Nach § 9 Absatz 1 und Artikel 21 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz sind Parteien und sonstige politische Vereinigungen in der Wahl ihrer Namen frei. Der Bundeswahlausschuss hat nach § 34 Absatz 4 Satz 2 Europawahlordnung nur zu prüfen, ob die Namen von Wahlvorschlagsberechtigten, deren Kurzbezeichnungen, Kennworte oder Anfügungen in einem Land zu Verwechslung Anlass geben. In diesem Fall fügt der Bundeswahlausschuss einem Namensvorschlag oder mehreren Wahlvorschlägen eine Unterscheidungsbezeichnung bei. Eine weitergehende Prüfung der Namen von Wahlvorschlagsträgern durch den Bundeswahlausschuss sieht das Wahlrecht nicht vor. Der Bundeswahlausschuss hat in seiner Sitzung am 15.03.2019 festgestellt, dass die Namen und Kurzbezeichnungen der Tierschutzpartei und der Tierschutz hier keinen Anlass zur Verwechslung geben. Eine Unterscheidungsbezeichnung wurde dem Wahlvorschlag der Tierschutz hier Ausrufungszeichen nicht angefügt. Hinsichtlich der beiden anderen Tierschutzparteien waren keine Namensähnlichkeiten gerügt worden. Der Bundeswahlausschuss hat auch hier keinen Anlass gesehen, Zusatzbezeichnungen anzufügen. Nachzählungen kommen dann in Betracht, wenn konkrete Anhaltspunkte für Fehler oder Unregelmäßigkeiten vorliegen. Ob und wie ein Kreiswahlausschuss tätig wird, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab und liegt in seinem pflichtgemäßen Ermessen. Ein bloßer Hinweis auf ein knappes Wahlresultat ist nicht ausreichend, um eine Nachzählung anzuordnen und durchzuführen. Werden indessen zugleich Unregelmäßigkeiten gerügt, hat in der Regel eine Nachprüfung zu erfolgen. Es sei denn, es kann zweifelsfrei festgestellt worden, dass eine Auswirkung des geltend gemachten Fehlers auf das Wahlergebnis ausgeschlossen ist. Die Anordnung einer erneuten Zählung wäre in diesem Fall unverhältnismäßig. Eine Rückfrage bei der Landeswahlleitung Mecklenburg-Vorpommern hat ergeben, dass bei den kreisfreien Städten und Landkreisen sowie bei der Landeswahlleitung Mecklenburg-Vorpommern keine Beanstandung der Tierschutzpartei oder einer anderen Tierschutzpartei in Bezug auf die Stimmauszählung der Europawahl eingegangen sind. Demzufolge haben auch keine Nachzählungen stattgefunden. Selbst wenn man unterstellt, es gebe vereinzelt fehlerhafte Zuordnung der Stimmen zulasten der Tierschutzpartei durch die Wahlvorstände, würde dies nicht die Größenordnung von 19.511 Stimmen erreichen, die die Tierschutzpartei von den anderen Tierrechtsparteien erhalten müssen, um einen weiteren Sitz zu erringen. Soweit die Sachdarstellung und unsere Bewertung. Möchte da jemand zu etwas sagen aus den Beisitzern? Ja, wir würden jetzt hier keinen Beschluss fassen, weil wir für die anderen Beanstandungen oder Vorkommnisse auch keine Beschlüsse fassen. Und sonst, glaube ich, würden wir hier einen Präzedenzfall, dass wir immer Beschlüsse fassen müssen. Deshalb würde ich von einem Beschluss hier absehen. Ja, alle einverstanden? Gut. Dann komme ich zu den weiteren Sachen. Die Niederschriften der Landeswahlausschüsse gaben keinen Anlass zu Beanstandungen oder Bedenken. Auf folgende Besonderheiten: Bei am Wahltag sowie bei der Ermittlung und Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses in den Bundesländern weise ich aber hin. Erstens. Am 24. Mai 2019 musste das Briefzentrum Herford ab ca. 13.30 Uhr wegen eines ABC-Alarmes vollständig gesperrt werden.
Aus einem Brief war auffälliges weißes Pulver ausgetreten. Die Sperrung dauerte bis in die späten Abendstunden. Aufgrund dessen wurden 246 von der Stadt Bielefeld noch ausgestellte Briefwahlunterlagen nicht an die Antragsteller ausgeliefert. Eine erfolgreiche Teilnahme war zu diesem späten Zeitpunkt allerdings ohnehin fraglich. Die Stadt Bielefeld wurde durch die Deutsche Post am Montag nach der Wahl informiert. Die Sendungen wurden an die Stadt Bielefeld zurückgegeben. Die betroffenen Wahlberechtigten wurden im Nachhinein durch die Stadt Bielefeld unterrichtet. Zweites Vorkommnis. In Bochum ist am Wahltag die Situation aufgetreten, dass in 22 von 186 Wahlräumen zu wenige Stimmzettel vorhanden waren, sodass zeitweise bis zu 2 Stunden keine Stimmzettel vorlagen. Die Untersuchung der Angelegenheiten ergab, dass ein verantwortlicher Mitarbeiter des Wahlamtes die bisherige Praxis, immer alle für eine Urnenwahl bestellten Stimmzettel in die Stimmbezirke auszuliefern, ohne Rücksprache geändert hatte. Im Unterschied zu vorigen Wahlen war bei der Europawahl wegen der Größe des Formats des Stimmzettels die Anzahl der Stimmzettelpakete je Stimmbezirk höher und passte nicht in die in Bochum dafür vorgesehenen Trolleys hinein. Durch den verantwortlichen Mitarbeiter wurde daraufhin entschieden, nur 2 Kartons, die entsprach 600 Stimmzetteln pro Bezirk, einzupacken. Dabei wurde davon ausgegangen, dass die Wahlbeteiligung ähnlich niedrig wie bei früheren Europawahlen sein würde. Infolge dieser Entscheidung wurden dann die Trolleys für alle Wahlbezirke nur mit 2 Stimmzettelpaketen bestückt. Dabei wurden in einige Trolleys auch Kartons eingepackt, die nicht vollständig mit 300 Stimmzetteln gefüllt waren. Die passgenaue Lieferung für die Stimmbezirke lagen in fortlaufend nummerierten Kartons vor. Der letzte Karton der Serie konnte dabei durchaus weniger als 300 Stimmzettel enthalten. Die für die Anleitung der die Befüllung durchführenden Hilfskräfte verantwortliche Mitarbeiterin hat auf diesen Umstand hingewiesen und auch stichprobenmäßig Kontrollen durchgeführt. Dennoch kam es in nicht bezifferbaren Einzelfällen dazu, dass hierbei Fehler passierten, da der Mitarbeiter des Wahlteams davon ausging, dass diese Menge bei einer geringen Wahlbeteiligung unproblematisch sein würde, wurde auch keine weiteren Überlegungen angestellt, wie im Bedarfsfall ein schneller Transport für eine Vielfalt von Stimmbezirken am Wahlsonntag organisiert werden müsste. Wie bei vorhergehenden Wahlen stand eine Notfalllogistik mit 7 Personen bereit, um in Einzelfällen Stimmzettel in einzelne Wahllokale nachzuliefern. Diese waren am Wahlsonntag aber allein zahlenmäßig nicht in der Lage, kurzfristig für 186 Wahllokale Stimmzettel auszuliefern. Bei der Organisation der Nachlieferung kam es zum nächsten Fehler, da nicht in der Reihenfolge des dringendsten Bedarfs ausgeliefert wurde, sondern reihum alle Wahllokale versorgt werden mussten. So kam es dazu, dass im längsten Fall für eine Dauer von 2 Stunden keine Stimmzettel vorlagen. Drittens. Auch im Kreis Warendorf kam es in der Stadt Telgte am Wahltag in mehreren Wahlbezirken zu einer Stimmzettelknappheit. Soweit mehrere Wahlräume in einem Gebäude untergebracht waren, wurde eine wechselseitige Aushilfe organisiert. Ansonsten wurden Stimmzettel durch Boten nachgeliefert. Wahlberechtigte wurden gebeten, auf die Nachlieferung zu warten. Eine Verhinderung der Wahlrechtsausübung ist nicht bekannt. Aus einem Wahlbezirk wurde erst um 17.40 Uhr gemeldet, dass die Stimmzettelanzahl nicht mehr ausreiche, um den vor Ort befindlichen Wahlberechtigten die Stimmabgabe zu ermöglichen. Die Nachlieferung durch einen Boten konnte um 17.56 Uhr erfolgen. Zu diesem Zeitpunkt hätten sich noch mehrere Personen vor dem Wahllokal befunden. Nach Einschätzung der Wahlvorsteherin hätten aber 15 Personen ihr Stimmrecht nicht ausüben können. Vierter Fall. Im Vorfeld der Wahl gab es Medienberichte, wonach die Stadt Köln mit der Bearbeitung der Briefwahlanträge erheblich im Rückstand sei. Nach Prüfung durch die Landeswahlleitung Nordrhein-Westfalen
Nach dem Wahltag wurde mitgeteilt, dass diesbezüglich verzögerte Zustellung jedoch keine statistischen Auffälligkeiten festzustellen waren. Die Daten aller eingegangenen Briefwahlanträge wurden regelmäßig am Folgetag dem Druckdienstleister übermittelt, dort spätestens am Folgetag produziert und im Anschluss dem Postdienstleister übergeben. Eine Bearbeitungsdauer von 2 Tagen ab Antragseingabe beim Wahlamt wurde in aller Regel eingehalten. Soweit auf Nachfrage ein fehlender Eingang festgestellt wurde, wurde dem unverzüglich abgeholfen. Für die Zustellung war der Tag nach der Übernahme durch den Postdienstleister vertraglich vereinbart. Für den konkreten Zustellungszeitpunkt liegen keine Daten vor. Auch der Postdienstleister lieferte hierzu keine Statistik. Für die Zustellung der Briefwahlunterlagen war ein privatwirtschaftlicher Dienstleister eingesetzt worden. Bei sogenannten Schlüsselhäusern übergab der Postzusteller im Fall fehlender Zugänglichkeit der innenliegenden Briefkästen die Sendung an die Deutsche Post zur erneuten Zustellung. Für diese vertragliche Vereinbarung erfüllte der Postdienstleister die entsprechenden Qualitätskriterien aus dem Vergabeverfahren. Nach Angaben des Postdienstleisters ist eine Übergabe in 1530 Fällen erfolgt. Daraus ergibt sich eine Zustellquote von 99%. Es liegen keine Angaben vor, wie viele der vom Postdienstleister zunächst nicht zustellbaren Sendungen durch die Deutsche Post im zweiten Zustellungsversuch zugestellt werden konnten. In der Woche des Wahltages wurden alle Briefunterlagen mit der Deutschen Post versandt. Zudem wurde in dieser Woche Botenzustellung sowie Expresszustellungen durchgeführt. Soweit ein fehlender Eingang des Wahlscheinantrages bei der Stadt festgestellt wurde, sei dem unverzüglich abgeholfen worden. Die Rücklaufquote beträgt 89,27% und ist damit nach Mitteilung der Stadt Köln im Vergleich zu früheren Wahlergebnissen nicht auffällig. Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit habe die Stadt auf die Risiken durchschnittlicher Gesamtlaufzeiten von rund 10 Werktagen hingewiesen. Aus meiner Sicht ist ein solcher Zeitkorridor von Antragseingang bis zur Zustellung der Briefwahlunterlagen deutlich zu lang. Eine Evaluierung der Organisation in Köln ist daher unbedingt erforderlich. Der nächste Fall. In Kreis Kleve in Nordrhein-Westfalen ist nach der Sitzung des dortigen Kreiswahlausschusses aufgrund des Hinweises eines Mitglieds des betroffenen Wahlvorstandes ein Verdacht auf Wahlfälschung durch den Wahlvorsteher bzw. Schriftführer in einem Wahlbezirk der Gemeinde Kerken aufgetreten. Am 31.05.2019 hat sich ein Beisitzer des betroffenen Wahlbezirkes an das Wahlamt des Kreises Kleve gewandt und mitgeteilt, dass die veröffentlichten Ergebnisse fehlerhaft seien. Es hätten 20 Personen weniger als angegeben ihr Wahlrecht ausgeübt. Zudem habe die CDU 10 Stimmen weniger erhalten. Auch bei den kleineren Parteien gäbe es Stimmabweichungen, die er jedoch nicht mehr explizit beziffern könne. Dies sei auch von der stellvertretenden Wahlvorsteherin bestätigt worden. Der Wahlvorsteher habe erklärt, dass man die Sache auf sich beruhen lassen könne, da 10 Stimmen mehr oder weniger die Wahl nicht beeinflussen würden. 2 Mitteilungen des Beisitzers an die Gemeinde Kerken seien nicht zufriedenstellend beantwortet worden. Die Niederschrift sei von allen Mitgliedern des Wahlvorstandes bereits am Vormittag unterzeichnet worden. Mehrere Beisitzer seien bei der Schnellmeldung nicht mehr anwesend gewesen. Bei der Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses für den Kreis Kleve war es nicht möglich, die Ausführungen des Beisitzers zu berücksichtigen, da der Kreiswahlausschuss bereits am 29.05. um 11 Uhr getagt und das endgültige Wahlergebnis festgestellt hatte. Informationen über etwaige Unstimmigkeiten im Wahlbezirk 107.1 lagen dem Kreiswahlleiter zu diesem Zeitpunkt weder durch den Beisitzer noch durch die Gemeinde Kerken vor. Auch die vorgenommene Überprüfung
der Wahlniederschrift auf Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit durch den Kreiswahlleiter nach § 69 Absatz 1 Europawahlordnung führte zu keinen Feststellungen. Die Wahlniederschrift wurde vollständig ausgefüllt, insbesondere wurde sie von allen Mitgliedern des Wahlvorstandes unterschrieben. Rechnerische Abweichungen ergaben sich nicht. Alle Angaben waren in sich schlüssig. Die Ausführungen des Beisitzers wurden jedoch zum Anlass genommen, ein Prüfverfahren einzuleiten. Dabei wurde zunächst festgestellt, dass die Wahlniederschrift mit der Schnellmeldung übereinstimmte. In einem zweiten Schritt wurden die Wahlunterlagen, das sind Stimmzettel, Wählerverzeichnis mit Stimmabgabevermerken, überprüft. Dabei wurde eine erhebliche Anzahl von Abweichungen, die sich zwischen dem gemeldeten und in der Wahlniederschrift erfassten Ergebnissen und dem Ergebnis gemäß den vorliegenden Unterlagen festgestellt. Bei 13 von 40 Parteien und sonstigen politischen Vereinigungen habe die Nachzählung einer von der Niederschrift abweichenden Stimmzahl ergeben. So seien zum Beispiel der CDU 253 statt tatsächlich erreichten 243 Stimmen zugeschrieben worden. Der Partei Tierschutz hier Ausrufung 9 statt 0. Der Partei Graue Panther 4 statt 0. Der Partei Bernd Lucke und die liberale konservative Reformer 8 statt 0. Und der Partei für die Tiere 5 statt 1. In der Summe seien 715 gültige Stimmen und damit eine Abweichung von 31 von dem in der Niederschrift angegebenen Ergebnis ermittelt worden. Nur bei einer sehr geringen Anzahl konnten versehentliche Zuordnungsfehler angenommen werden. Daher ist von einer mutwilligen Verfälschung des Wahlergebnisses durch den Wahlvorstand und/oder den Schriftführer ausgegangen auszugehen. Seitens des Kreiswahlleiters werden die Feststellungen daher zur Anzeige gebracht. Auch aus meiner Sicht ist hier eine Weitergabe dieses Sachverhaltes an die Staatsanwaltschaft geboten. Die Sitzung des Kreiswahlausschusses wurde daraufhin auf Empfehlung des Bundeswahlleiters wiederholt und das zunächst festgestellte Ergebnis korrigiert. Das nächste Vorkommnis. In Dresden kam es im Verlauf der Wahlzeit am 26. Mai zu einer teil erheblichen Bildung von Schlangen wartender Wahlberechtigter in und vor ca. 25 Wahlräumen. Teilweise entstanden Wartezeiten von weit über einer Stunde und dies über den ganzen Tag. Ein Ausweichen von Wahlberechtigten auf ruhigere Zeiten sei nicht möglich gewesen. Auch zum Ende der Wahlzeit um 18 Uhr existierten in einigen Stimmbezirken noch Schlangen von Wahlberechtigten vor den Wahlräumen, die noch ihre Stimmen abgegeben wollten. Es wurde durch die Stadtwahlleitung empfohlen, die um 18 Uhr noch vorhandene Schlange durch Mitglieder des Wahlvorstandes abzusichern, die in der Schlange stehenden Personen noch wählen zu lassen und von später hinzukommenden Wahlberechtigten zu separieren. Die Entscheidung über das jeweilige Vorgehen wurde von den Wahlvorständen jedoch in eigener Verantwortung getroffen. In insgesamt 20 Wahlbezirken wurde die Wahlhandlung nach 18.30 Uhr für beendet erklärt. In 8 Wahlbezirken wurde die Wahlhandlung nach 19 Uhr beendet, davon in 4 bis 5 Minuten nach 19 Uhr, in 2 bis Viertel nach 19 Uhr und in den letzten beiden um 19.47 Uhr bzw. 19.48 Uhr. Als Ursachen wurden in der Niederschrift des Stadtwahlausschusses Dresden die im Vergleich zu anderen Wahlen höhere Wahlbeteiligung benannt. Zum anderen die deutlich längere Verweildauer von Wählerinnen und Wählern in der Wahlkabine aufgrund des sehr langen Stimmzettels für die Europawahl. So die umfangreichen Stimmzettel für die zeitgleich stattfindenden Stadtrat- und Stadtbezirksbeiratswahlen. Nächstes Vorkommnis in Jena. Auch in Jena befand sich um 18 Uhr vor einigen Wahlräumen noch Schlangen von Wahlberechtigten. Hier kam es zu unterschiedlichen Verhalten der Wahlvorstände. In manchen Wahlbezirken wurde die in der Schlange wartenden Personen noch zur Wahl zugelassen, in zwei Wahlbezirken nicht.
Auf diese Weise konnten ca. 150 bis 160 wahlberechtigte Personen von ihrem Wahlrecht keinen Gebrauch machen. Ursächlich für die teils langen Wartezeiten sei auch die Kombination aus 4 Wahlen, nämlich Europawahl, Stadtrat, Ober-, Ortsteil, Bürgermeister und Ortsteilrat gewesen, die mit einer Fülle an Informationen für die Wähler einhergingen, sowie die große Zahl an Wahlvorschlägen. Dies sei zu längeren Verweildauern in den Wahlkabinen, habe zu längeren Verweildauern in den Wahlkabinen geführt. Zudem ist die Wahlbeteiligung um über 10% gestiegen. Das entspricht etwa 8.500 Personen. Auch die vermehrte Stimmabgabe in den Wahlräumen vor Ort wurde mit zusätzlichen Wahlkabinen und Urnen reagiert. Dennoch kam es zu längeren Wartezeiten. Eine Verbesserung der Wahlabläufe wird intensiv geprüft. Sowohl für Dresden als auch für Jena gilt, dass die Zulassung von Wahlberechtigten zur Wahl, die sich um 18 Uhr noch vor dem Wahlraum befanden, nicht den Vorgaben der Europawahlordnung gemäß § 53 Europawahlordnung entspricht. Nach meiner Einschätzung führt dies jedoch nicht dazu, dass die Wahl dieser Personen die Wahl in den betroffenen Wahlbezirken unwirksam macht. Zum einen handelt es sich dabei um grundsätzlich wahlberechtigte Personen, die gleichzeitig vor Ort waren. Zum anderen würde es von den örtlichen Gegebenheiten abhängen, ob noch alle anwesenden Wahlberechtigten wegen der Größe des Raumes die Möglichkeit haben, sich im Wahlraum aufzuhalten. Und schließlich wäre es auch praktisch nicht möglich, die nach 18 Uhr abgegebenen Stimmzettel aus der Gesamtheit der Stimmzettel auszusortieren. Insgesamt handelt es sich bei den geschilderten Vorkommnissen, die wir hier aufgeführt haben und die uns zur Kenntnis gebracht wurden, um eine Auswahl von besonders bemerkenswerten Umständen. Der Bundeswahlleiter und die Landeswahlleitung werden diese Vorfälle im Rahmen der üblichen Evaluationen einer Wahl aufbereiten und konkrete Verbesserungsvorschläge in unsere Checkliste aufnehmen. Die Feststellungen. Sollen wir da hier, gibt es dazu Bemerkungen? Vielleicht sollten wir da gleich erstmal eine Möglichkeit zur Diskussion zu geben. Frau Sonntag-Wolgers, lehne ich bei. Ja, ich meine, dass da vielleicht für die Zukunft und für zukünftige Wahlen schon eine einheitliche Handhabung gefunden werden muss. Entweder macht man tatsächlich um 18 Uhr, so wie es in der Wahlordnung drinsteht, Schluss, egal wie viele Menschen noch vorm Wahllokal stehen. Oder, wie es ja auch praktiziert wurde, man lässt dann die Menschen, die um 18 Uhr auch vor dem Wahllokal sind, noch zu, separiert die, wie Sie es gerade gesagt haben, Herr Dr. Thiel, und ermöglicht ihnen auch die Stimmabgabe. Also ich meine, es kann nicht sein, dass da unterschiedliche Handhabungen in Zukunft vorgenommen werden. Und vielleicht, Sie haben das ja gerade auch angedeutet, gibt es für Sie eine Möglichkeit, dass Sie da auf eine einheitliche Verwaltungspraxis in Zukunft hinwirken, um allen Wählern auch ihr Wahlrecht zu ermöglichen und gegebenenfalls vielleicht auch solche Organisationsfehler oder so Organisationsverschulden möglichst zu minimieren. Ja, ich meine, man sollte schon mal Revue passieren lassen, dass wohl in mehreren Orten nicht damit gerechnet worden ist, dass die Wahlbeteiligung mal steigt. Also ich finde, das muss irgendwie auch an den Wahlausschüssen vorher klargemacht werden, dass es nicht immer bei niedriger Wahlbeteiligung oder Desinteresse bleiben muss, zumal ja innerhalb dieses Wahlkampfes nun wirklich sehr viel stärker über die Wichtigkeit der Europawahl auch in den Medien kommuniziert worden ist. Das ist das eine. Das andere ist ja deswegen resultierend eben Stimmzettelknappheit und so etwas oder Knappheit an Wahlkabinen. Ich finde, das muss wirklich einheitlich vermieden werden können. Auch natürlich in dem Sinne, so wie Sie eben sagten, dass allenthalben, wenn noch Schlangen um Punkt 18 Uhr da sind, dass die Menschen, die bis da zu dem Zeitpunkt gekommen waren, dann auch noch ihr Wahlrecht ausüben können. Später natürlich zu spät gekommene nicht mehr. Und dann schließlich das, was auch Sie auch schon erwähnten, der hohe Zeitabstand zwischen bei der Zustellung der Wahlunterlagen, 10 Tage, ist ein bisschen im heutigen Zeitalter ein bisschen hochgegriffen. Also wenn man da ein bisschen sozusagen eine Duftmarke setzen könnte fürs nächste Mal, fände ich das begrüßenswert. Ja. Entschuldigung, Herr Risse. Ja, eine ganz einfache praktische Maßnahme könnte so im Falle von langen Stimmzetteln oder mehrere Wahlen werden kombiniert sein, dass man
eine oder zwei Kabinen mehr aufstellt, wenn man weiß, dass die Leute länger drin bleiben müssen, sie müssen ja in Ruhe angucken können, dann kann das auch schon eine Menge Entspannung bringen. Ja, wie schon gesagt, wir nehmen das auf. Aber sage ich mal, die richtige Verbindlichkeit, dass sich jeder daran hält, werden wir nur durch eine Ergänzung der Wahlordnungen haben. Das andere sind Empfehlen, da hält man sich dran. Wir merken schon eine gesamte Reihe von Nadelöhren, so will ich das mal bezeichnen. Ein Nadelöhr sind sicherlich die Briefwahlen. Dazu habe ich ja was in der Presse gesagt. Das muss man organisieren und da muss man auch wirklich aufsehen, dass die Postzusteller da sauber arbeiten und das machen. Das ist eine Organisation vor Ort, denn das muss sein. Der zweite Teil ist, wir müssen schon immer einen Puffer haben. Wir können nicht sagen, wir nehmen die Wahlbeteiligung des Letzten und dann drücken wir genauso viele Stimmzettel. Also da muss ein Puffer sein. Der nächste Punkt ist, es muss ein Notfall-Logistiksystem da sein, wie das auch in den vielen Dingen da. Aber wir legen das alles nochmal in eine Checkliste auf. Und dann ist natürlich auch, da ist aber ein Appell an die Parlamente, jede Wahlorganisation schafft am Ende nicht, das alles mehr auszuzählen. Also ich sehe schon, wenn vieles zusammengebracht wird, dann ächzt das System. Das muss man einfach sagen. Da muss man irgendwo sehen, kann man das alles noch zusammenlegen? Da ist mir völlig klar, aus Geldgründen, aus organisatorischen Gründen, aus Wahlbeteiligung ist das alles klar. Aber die Kollegen, und die es auszählen müssen und das System, da merke ich schon, was da kommt. Wir haben jetzt eine ganz große Qualität, das möchte ich noch mal sagen, sowohl bei der Bundestagswahl wie auch bei der Europawahl. Gegen die Stimmen, die wir nachtragen müssen, ist also um über 50% runtergegangen. Das spricht ja für die hohe Qualität des Auszählens. Aber das sollten wir auch nicht ewig strapazieren mit noch was drauflegen an dem System. Also ich nehme das alles auf, was Sie jetzt gesagt haben, aber auch wenn Ihnen noch was anderes einfällt, wäre mir einfach lieb, das mir als Stichwort zu schicken. Wir werden unmittelbar nach der Sommerpause mit allen Landeswahlleitern uns wieder zusammensetzen, werden auch noch mal gucken, bei denen. Wir hatten ja diesmal glücklicherweise keine große Diskussion, ist die Wahlsoftware sicher und so weiter. Das haben wir gut eingefangen durch enge Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden, insbesondere dem BSI, den ich an der Stelle auch noch mal danken will. Und so hoffe ich, dass wir das auch hinbekommen. Zur Briefwahlzustellungen und überhaupt den Zustellungen will ich noch erwähnen, wir haben uns lange mit der Post unterhalten. Es ist schon sehr, wir haben hier ein Problem. Die Post hält ein sehr umfangreiches System bereit in der Wahlnacht und in den Tagen vorher. Ob dieses Vorhaltesystem, das sich bewährt hat über viele Jahre, ob wir das jetzt, wenn wir andere Briefzusteller nehmen, in die Ausschreibung so reinbekommen und wettbewerbsmäßig das hinbekommen, ist eine ganz andere Frage. Ja? Man muss ja den Wettbewerb so ausschreiben, dass sich jeder gut bewerben kann. Und da hat die Post ein ganz anderes System im Hintergrund. Das ist ein Problem, das wollen wir auch nochmal mit unseren Ministerien und Vergabestellen diskutieren, damit wir hier diese 10-Tage-Links oder wir haben viele Eingaben gehabt, wo wir sagen, wir haben nichts bekommen an der Sache, ist irgendwie verschwunden, dass wir das irgendwie noch ein bisschen besser in den Griff bekommen. Gut, das waren die Vorkommnisse. Wir machen jetzt hier keinen Beschluss, dann gehe ich weiter. Die Feststellung der Kreis- und Stadtwahlausschüsse sind für den jeweiligen Landeswahlausschuss und den Bundeswahlausschuss bindend. Nach § 70 Absatz 2 Satz 3 und § 71 Absatz 2 Satz 3 Europawahlordnung dürfen nur rechnerische Berichtigungen vorgenommen werden. Vor Beschlussfassung frage ich die Beisitzerinnen und Beisitzer, ob sie zu den am 19. Juni 2019 übersandten Unterlagen, die auch noch einmal als Tischvorlage vorhanden sind, Gelegenheit zur Einsichtnahme haben möchten, dann würde ich die Sitzung hier an dieser Stelle unterbrechen. Entschuldigen Sie, Dr. Thiel, hier vorne. Ich bin Vertrauensperson der Tierschutzpartei und Sie hatten ja vorhin unsere Beschwerde leider etwas falsch wiedergegeben. Können Sie mir bitte die Gelegenheit geben, in zwei Sätzen ganz kurz zusammenzufassen? Bitte. Okay, vielen Dank. Unser Bundesvorsitzender und Listenkandidat auf Platz 2, wir hatten ja nur einen Sitz bekommen, hat in Mecklenburg-Vorpommern die vorläufigen Wahlergebnisse der einzelnen Wahlbezirke analysiert.
Es liegen ja leider keine vorläufigen Wahlergebnisse für alle Bundesländer vor, sondern nur die für Mecklenburg-Vorpommern. Deswegen war diese Auswertung, dass möglicherweise Stapel von Stimmzetteln vertauscht worden sind, sozusagen nur eine Stichprobe. Und es gab ja schon mal in Köln bei der Kommunalwahl 2014 diesen Fall, dass in einem Wahlbezirk die Stapel von CDU und SPD vertauscht worden sind. Und das hatte dann tatsächlich dazu geführt, dass die SPD einen Sitz verloren hat, nachträglich, der dann auch andere Mehrheitsverhältnisse herstellte. Und da urteilte das Verwaltungsgericht Köln, dass eben eine Neuauszählung nur in diesem Stimmbezirk angemessen war oder angeordnet wurde. Und deswegen haben wir uns sozusagen angeguckt, wo hatten die anderen Parteien mit Tierschutz im Namen, wo möglicherweise, natürlich nicht für alle Wahlberechtigten, aber möglicherweise eine Verwechslungsgefahr in Einzelfällen vorlag, wo die möglicherweise eine erheblich höhere Stimmanzahl bekommen haben als die Tierschutzpartei, also die Partei Mensch, Umwelt, Tierschutz, die ja 1,4% der Stimmen hatte. Alle anderen Parteien mit Tierschutz im Namen hatten maximal 0,3% der Stimmen. Deswegen ist es schon sehr auffällig, wenn sozusagen in einem Wahlbezirk die Tierschutzpartei zum Beispiel 0 Stimmen hatte und die Partei für die Tiere oder die Aktion Partei für Tierschutz mehrere Stimmen hatte. Und das war jetzt sozusagen darauf, wir gehen davon aus, dass es in Einzelfällen, weil uns das schon berichtet wurde von einzelnen Wahlhelfern oder von einzelnen Wählern, dass es zur Verwechslung gekommen sein könnte. Deswegen, wenn man jetzt nur die Ergebnisse von Mecklenburg-Vorpommern nimmt und nur die Wahlbezirke aufzählt, wo die Tierschutzpartei entgegen des bundesweiten Trends weniger Stimmen bekommen hat als eine andere Partei mit Tierschutz im Namen, und wenn man das Ergebnis, also wenn man sozusagen die Stimmen zusammenzählt, die dann möglicherweise, fälschlicherweise der Tierschutzpartei abgezogen worden sind in Mecklenburg-Vorpommern aufgrund von möglicherweise vertauschten Stapeln. Das kommt einfach vor, weil die Parteien ähnliche Namen haben. Wenn man die Anzahl der fehlenden Stimmen in Mecklenburg-Vorpommern dann extrapoliert auf die ganze Bundesrepublik, dann kommt eine Zahl heraus, ungefähr 20.000 Stimmen, die der Tierschutzpartei möglicherweise jetzt durch vertauschte Stapel gefehlt haben. Und 20.000 Stimmen ist genau die Anzahl, die uns gefehlt hat für den zweiten Sitz. Und das Bundesverfassungsgericht sagt ja auch in ständiger Rechtsprechung, dass Wahlfehler dann zu prüfen sind, wenn nach genereller Lebenserfahrung sozusagen nicht ganz auszuschließen ist, dass diese Wahlfehler zur Mandatsrelevanz geführt haben. Und wir fordern ja nicht eine generelle Neuauszählung bundesweit, sondern nur in den Stimmbezirken, wo auffällig ist, dass die Tierschutzpartei, die 1,4% der Stimmen bekommen hat, deutlich weniger Stimmen bekommen hat als eine andere Partei mit Tierschutz im Namen, die maximal jeweils nur 0,2% der Stimmen bekommen haben, also ein deutlicher Unterschied. Deswegen, und dass Stapel vertauscht worden sind, ist ja wegen der Ähnlichkeit des Namens eben sogar ja möglich oder zu erwarten, dass es in einzelnen Wahlbezirken passiert sein könnte. Da die Ergebnisse teilweise telefonisch übermittelt werden, ist es ja auch eben verständlich, wenn es da zu einzelnen Fehlern kommt. Vielen Dank. Danke. Gut, das ist aber, wie ich feststelle, eigentlich genau das, was ich in der Sachverhaltsdarstellung dargestellt habe. Gut, gibt es da nochmal Nachfragen von Ihrer Seite? Dann nicht, dann gehe ich weiter. Bevor wir die förmliche Feststellung über das Wahlergebnis treffen, möchte ich Ihnen noch die Zahlen zur Briefwahl und den Anträgen bzw. Einsprüchen von Personen, für die bislang ein Wahlrechtsausschluss bestand, vorstellen. Die Zahl der Briefwähler bei der Europawahl 2019 beträgt 10.725.000 von insgesamt 37.807.746 Wählerinnen und Wähler. Dies entspricht 28,4%.
Das ist ein wesentlich höheres Ergebnis als bei den letzten Europawahlen. Ja, wir haben vielleicht das Ergebnis der Bundestagswahl, da ist die Briefwahl immer entsprechend hoch. Und hier ist es so, es ist eine Steigerung, zeigt die Frau Schorn gerade mir, um 3,1 Prozentpunkte. Insgesamt wurden 2.250 Anträge auf Eintragen ins Wählerverzeichnis beziehungsweise Einsprüche gegen die Richtigkeit von Wählerverzeichnissen von betreuten Personen beziehungsweise von wegen Schuldunfähigkeit in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebrachten Straftätern gestellt. Das sind 2,66% aller ca. 84.550 Personen mit Wahlrechtsausschluss nach § 6 Absatz 1 Nummer 2 und Nummer 3 Europawahlgesetz. Wir hatten extra die Wahlausschüsse gebeten, das und Wahlleitungen das einmal zu erheben, damit wir diese Zahl einfach parat haben. Und deshalb können wir sie hier Ihnen nennen. Nun kommen wir zu den notwendigen Feststellungen über das Wahlergebnis. Die Niederschriften der Landeswahlausschüsse, die die Grundlage für die Feststellung des Wahlergebnisses für das gesamte Wahlgebiet bilden, geben zu Beanstandungen und Bedenken keinen Anlass. Feststellung des Gesamtergebnisses für das Wahlgebiet. Siehe hierzu auch die Anlage 1.1, Zahl der Wahlberechtigten, der Wähler, der gültigen und ungültigen Stimmen sowie Zahlen der auf die Wahlvorschläge entfallenen gültigen Stimmen. Die endgültigen Zahlen der Wahlberechtigten, Wähler, gültigen und ungültigen Stimmen sowie der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenen gültigen Stimmen lauten wie folgt. Wahlberechtigte 61.600.263, Wähler 37.807.746, das sind 61,4%. Gültige Stimmen 37.396.889, das sind 98,9%. Ungültige Stimmen 410.857, das sind 1,1%. Ich komme zu den Zahlen der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenen gültigen Stimmen. CDU 8.438.975, das sind 22,6%. SPD 5.916.882, das sind 15,8%. Grüne 7.677.071, das sind 20,5%. Die Linke 2.056.049, das sind 5,5%. AfD 4.104.453, das sind 11,0%. CSU 2.355.067, das sind 6,3%. FDP 2.028.594, das sind 5,4%. Freie Wähler 806.703, 2,2%. Piraten 243.302, 0,7%. Tierschutzpartei 542.226, das sind 1,4%. NPD 101.011, das sind 0,3%. Familie 273.828, das sind 0,7%. ÖDP 369.869, das sind 1,0%. Die Partei 899.079, 2,4%. Volksabstimmung 58.400, das sind 0,2%.
BP 81.880, 0,2%. DKP 20.396, 0,1%. MLPD 18.342, 0,0%. SGP 5.283, 0,0%. Tierschutz hier, Ausrufungszeichen, 99.780, 0,3%. Tierschutzallianz 68.572, 0,2%. Bündnis C 66.327, 0,2%. BIC 68.647, 0,2%. BGE 40.818, 0,1%. Die direkte Ausrufungszeichen 25.449, 0,1%. Diem 25, 130, 229, 0,3. Der dritte Weg, 12.756, 0,0. Die Grauen, 71.295, 0,2. Die Rechte, 24.598, 0,1. Die Violetten, 27.784 gleich 0,1. Liebe 33.116 gleich 0,1%. Die Frauen 55.293 gleich 0,1. Graue Panther 76.255 0,2. LKR 43.961 0,1. Menschliche Welt 34.470 gleich 0,1. NL 15.909 gleich 0,0. Ökolink X 35.776 gleich 0,1. Die Humanisten 62.604 0,2. Partei für die Tiere 85.809 gleich 0,2%. Gesundheitsforschung 70.869 gleich 0,2%. Volt 249.098 gleich 0,7%. Feststellung der auf die Parteien, politische Parteien entfallenen Sitze. Ohne Sperrklausel sind alle Parteien und politische Vereinigungen, die zur Wahl standen, bei der Ermittlung der Sitzzuteilung zu berücksichtigen. Das ist die Anlage 2.1, Wahlvorschläge, die an der Verteilung der Sitze teilnehmen, und die Anlage 2.2, Wahlvorschläge, die an der Verteilung der Sitze unberücksichtigt bleiben. Unter Anwendung des schon Verfahrens von Saint-Laguë-Scheppers errechnet sich folgende Sitzverteilung. Das ist die Anlage 3, Zahl der Sitze, die auf die einzelnen zu berücksichtigen Wahlvorschläge entfallen. CDU 23 Sitze. SPD 16 Sitze, Grüne 21 Sitze, Die Linke 5, AfD 11 Sitze, CSU 6 Sitze, FDP 5 Sitze, Freie Wähler 2, Piraten 1 Sitz, Tierschutzpartei 1 Sitz, Familie 1 Sitz, ÖDP 1 Sitz, Die Partei 2 Sitze, Volt 1 Sitz. Damit haben wir insgesamt 96 Sitze verteilt. Die Zahl der auf die einzelnen Liste für ein Land entfallenen Sitze der CDU, das ist die Anlage 3, Zahl der Sitze, die auf die einzelnen zu berücksichtigen Wahlvorschläge entfallen, beträgt für Schleswig-Holstein 1 Sitz, für Hamburg keinen Sitz, für Niedersachsen 3 Sitze, für Bremen keinen Sitz. Für Nordrhein-Westfalen 6 Sitze, für Hessen 2 Sitze, für Rheinland-Pfalz 2 Sitze, für Baden-Württemberg 4 Sitze, für das Saarland keinen Sitz, für Berlin einen Sitz, für Brandenburg einen Sitz, für Mecklenburg-Vorpommern keinen Sitz, für Sachsen einen Sitz, für Sachsen-Anhalt einen Sitz, für Thüringen einen Sitz. Zusammen 23 Sitze. Bitte nunmehr um Abstimmung zu den einzelnen Anlagen. Anlage 1.1, Zahl der Wahlberechtigten, der Wähler, der gültigen und ungültigen Stimmen sowie Zahlen der auf die Wahlvorschläge entfallenen gültigen Stimmen. Anlage 1.2,
Zahlen der auf die einzelnen Wahlberechtigten einer Listenverbindung entfallenen gültigen Stimmen. 2.1. Wahlvorschläge, die an der Verteilung der Sitze teilnehmen. 2.2. Wahlvorschläge, die an der Verteilung der Sitze unberücksichtigt bleiben. Und 3. Zahl der Sitze, die auf die einzelnen zu berücksichtigen Wahlvorschläge entfallen. Wer stimmt diesen Anlagen zu? Bitte um Handzeichen. Das ist einstimmig. Ja, ist auch klar, ne? Dann komme ich zur Feststellung der Gewählten. Entsprechend der in den Wahlvorschlägen festgelegten Reihenfolgen gelten die in Anlage 4, die Ihnen als Tischvorlage vorliegt, aufgeführten Bewerberinnen und Bewerber als endgültig gewählt. Bitte nunmehr um Abstimmung für die getroffenen Feststellungen. Stimmen Sie dieser Anlage zu? Zum Handzeichen. Das ist auch einstimmig. So, jetzt können Sie aushangen. Ne? So, ich bitte nun die Frau Öhl, die Anlagen 1 bis 4 im Sitzungssaal auszuhängen und auszulegen. Das geschieht in diesen Augenblicken. Die Niederschrift sowie die in ihrer genannten Anlage sowie die dieser Niederschrift beigefügten Zusammenstellungen des Wahlergebnisses nach Kreisen, kreisfreien Städten und Ländern werden am Ende der Sitzung von mir, den Beisitzern und Beisitzerinnen sowie der Schriftführerin unterzeichnet. Nach § 72 Absatz 1 in Verbindung mit 79 Absatz 1 Europawahlordnung wird das endgültige Wahlergebnis für das Wahlgebiet mit den in § 71 Absatz 2 Satz 2 Europawahlordnung bezeichneten Angaben der Verteilung der Sitze auf die Wahlvorschlagsberechtigten und deren Wahlvorschläge sowie den Namen der im Wahlgebiet gewählten Bewerber und Bewerberinnen im Bundesanzeiger öffentlich bekannt gemacht. Die vorläufig Gewählten wurden von mir mit Schreiben vom 27. Mai 2019 bereits benachrichtigt. Eine förmliche Erklärung der Annahme der Wahl seitens der Gewählten ist nicht mehr erforderlich. Eine Ablehnung des Erwerbs der Mitgliedschaft muss nach § 21 Absatz 1 des Europawahlgesetzes vor der ersten Sitzung des Europäischen Parlaments nach der Wahl gegenüber dem Bundeswahlleiter schriftlich erfolgen. Der Erwerb der Mitgliedschaft im Europäischen Parlament erfolgt mit der Öffnung der ersten Sitzung des Europäischen Parlaments nach der Wahl. Dies wird nach meinem derzeitigen Kenntnisstand am 2. Juli 2019 stattfinden. In Anschluss an diese Sitzung teile ich dem Präsidenten des Deutschen Bundestages die Namen der Gewählten mit. Der Bundespräsident übermittelt das gesamte Wahlergebnis an den Präsidenten des Europäischen Parlaments. Ich weise darauf hin, dass nach § 26 Europawahlgesetz in Verbindung mit den Vorschriften des Wahlprüfungsgesetzes binnen einer Frist von 2 Monaten nach dem Wahltag Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahl eingelegt werden kann. Der Einspruch ist schriftlich beim Deutschen Bundestag einzureichen und zu begründen. Ich schließe die Sitzung und danke den Beisitzern und Beisitzern sowie meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen. Haben wir noch etwas? Danke. Und jetzt kommt Herr Risse, möchte etwas sagen. Ja? Ich möchte meinen Dank aussprechen an die Mitarbeiter des Bundeswahlausschusses. Die meisten von denen sind nicht hier, sondern in Wiesbaden. Ich denke da an 3 Arbeitsbereiche, aber vielleicht gibt es auch noch viel mehr, die involviert waren bei der gesamten Vorbereitung und Durchführung dieser Wahlen. Ich denke an die, die die juristischen Aufgaben lösen mussten, die auch die Unterstützungsunterschriften alle sorgfältig prüfen mussten. Ich denke an die Datenverarbeiter, die dafür sorgen mussten, dass wirklich alles fehlerfrei läuft, an jede Eventualität schon vorher denken mussten. Ich denke aber auch an die Presseleute,
die immer wieder gefragt werden in solchen Wahlkampfzeiten. Und Journalisten sind ja dann skeptisch, wenn man nicht binnen einer halben Stunde eine perfekte Antwort hat. Ich denke, wir sollten alle denen von hier aus ausdrücklich danken. Und ich vermute, dass die anderen Mitglieder des Bundeswahlausschusses sich meinen Worten anschließen können. Dankeschön. Ja, Herr Risse, vielen Dank dafür. In der Tat, ich habe es am Anfang gesagt, da greifen unheimlich viele Räder zusammen, die man so, glaube ich, gar nicht sieht. Da sitzt hier von der Mannschaft und Frauschaft ein ganz kleiner Teil. Viele, viele in den Rechenzentren, die das aufbereiten, die die Leitungen ziehen, die die Dinge bewachen, die die aufbereiten, die jetzt aus den Dingen, die wir heute gehört haben, das wieder aufnehmen. Was kann man daraus besser machen? Ich glaube, das alles führt dazu seit vielen, vielen Jahren, dass wir ein sehr stabiles System haben und das immer fahren. Und man kann den Kollegen, die sich da teilweise über 20 Mal schon bei Wahlen dabei waren und gar nicht lang genug danken, dass sie sich da in vielen Überstunden und mehr Arbeitsstunden da bereit erklärt haben, diese Aufgabe zu übernehmen. Ohne die wird es nicht gehen. Auf deren Erfahrungen muss man aufbauen. Ich bitte die Beisitzerinnen und Beisitzer noch kurz zu bleiben zur Unterschriftenleistung und würde die Sitzung um 7 Minuten nach 12 schließen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.